Lieben zusammen, herzlich willkommen im Auswärtigen Amt in Berlin. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen zum CIBES Medienpreis 2019 oder wie wir in diesem Jahr auch sagen können, herzlich willkommen zu der vielleicht besten Geburtstagsparty zum 70. des Grundgesetzes. Die Gästeliste ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Viele Menschen mit wichtigem Titel und oder dickem Gehaltscheck. Mashallah, schön, dass Sie alle da sind. Seien Sie bitte nicht böse, dass ich Sie jetzt nicht im Einzelnen begrüßen werde. Drehen Sie sich bitte alle einmal um und schauen Sie auf das hintere Drittel des Saales. Denn da sitzen die Menschen, die heute hier im Mittelpunkt stehen. Menschen, ja, gerne. Menschen, die mit ihrer Arbeit Artikel 5 des Grundgesetzes zur Pressefreiheit zum Leben erwecken. Journalistinnen und Journalisten, die uns als CIBES Jury mit ihrer Arbeit inspiriert haben und beeindruckt haben. Und ich weiß, das hier ist der europäische Medienpreis, deswegen werde ich Sie jetzt nicht alle auf das deutsche Grundgesetz festnageln, sondern Ihre Arbeit mit meinem Lieblingszitat würdigen von Stuart Alsop: Die Presse, die muss die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Menschen nicht die Freiheit haben, alles zu tun. Und Sie haben einen sehr wichtigen Beitrag dazu geleistet. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten. So, und jetzt bitte alle Augen wieder nach vorne. Danke, das klappt wunderbar. Ich möchte Ihnen die Personen vorstellen, die Sie gemeinsam mit mir durch den Abend begleiten werden. Und das sind Pina Atalay, Rainer Reitsamer und Cherno Jobatay. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir und an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, guten Abend Österreich, denn der ORF guckt heute hier auch zu. Also bitte, gebt den Österreichern einen schönen Applaus. CIBES ist ein europäischer Medienpreis. Es gibt Einsendungen aus ganz Europa, aus fast ganz Europa. Und in langen Jury-Sitzungen fiel uns auf, dieser 2019er Jahrgang, der ist so ein bisschen anders. Also Medienmacher haben sich verändert, eine neue Generation, die erzählen anders, ganz modern, ganz packend, ganz mitreißend. Aber die Themen sind auch andere geworden. Beispielsweise ein Thema überwiegt: Rassismus, Antisemitismus, historische Themen. Aber wie gesagt, ganz anders erzählt. Aber was mich besonders beeindruckt hat, bei all diesen Geschichten, da lächelt immer irgendwo so ein kleiner, beinharter Optimismus durch. Das ist 2019. Einen schönen guten Abend auch von mir. Ja, Journalismus, Seismograf der Gesellschaft. Journalistinnen und Journalisten sollten ein Gespür haben und spüren, wenn etwas passiert, wenn es bebt. Und im Moment bebt es ziemlich um uns herum. Und dem einen oder anderen würde es passen, wenn wir umfielen. Aber wir tun es nicht. Und dieser Abend wird zeigen, wie standhaft Journalismus ist. Und den wollen wir gemeinsam feiern. Und deswegen freuen wir uns, dass Sie alle hier sind. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen nichts vormachen. Sie würden mich ohnehin gleich durchschauen. Ich bin ein Österreicher. Ja, danke für die Anteilnahme. Danke. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, bei mir zu Hause geht es gerade ein bisschen drunter und drüber. Und in Zeiten wie diesen wird überdeutlich, wie wichtig die vierte Macht im Staat, der Journalismus, ist. Und ich kann heute Abend hier stehen und Ihnen sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen in Österreich und in Deutschland, denn sie leisten hervorragende Arbeit und machen einen verdammt guten Job. Der CIBES Medienpreis wird in 6 Kategorien verliehen und wir fangen mit Kategorie Nummer 1 an. Das hier ist der Preisträger, der erste des Abends, Kipper. Oskar, gehst du mit deiner Familie irgendwo beten? Ja, in die Synagoge. Seht ihr, hier haben wir jemanden, der jüdisch ist. Und der geht in die Synagoge. Jetzt bleibt uns noch eins übrig. Was ist das hier für ein Gebäude? Was? Glaubst du, kannst jetzt einfach rausspazieren, oder? Hey Jungs, was ist denn los? Was hab ich hier denn getan? Ich mag Juden einfach nicht. Das ist genauso wie Deutsche keine Türken, ne? Na los, tu es. Zeig, dass du keine Schotte bist! Und egoistisch und geldgeil. Wer sagt das, Mann? Mein Vater, meine Brüder, Mustafa, alle verdammt!
Mein Sohn, der wird ja an der Schule gequält, weil er jüdisch ist. Wie bitte? Sind das nicht eher nur Streitereien? Nein, das ist Oskar hat neulich auch einen Mitschüler angegriffen. Ja, aber nachdem er tagelang drangsaliert wurde? Also, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Antisemitisch, bedrohlich, brutal. Der Kurzfilm von Lukas Natrat erzählt von Mobbing und Gewalttätigkeiten gegen einen jüdischen Mitschüler. Hallo, Oskar. Basierend auf einem wahren Fall in Deutschland. Mustafa, was soll denn das? Ein hochaktueller Film. Ein wichtiges, brisantes Thema. Filmisch und schauspielerisch herausragend. Guck mal, dein Jungfreund. Der Zivis Medienpreis heute Abend wird von der Staatsministerin und Integrationsbeauftragten der Bundesregierung Annette Wiedmann-Mautz vergeben. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Wiedmann-Mautz. Ich grüße Sie. Der Hass gegen Juden, der nimmt zu. Wie kann und muss die Bundesregierung mit welchen Strategien sofort dagegen angehen, gegen Antisemitismus? Wir müssen Antisemitismus wirklich von der Wurzel her bekämpfen, und zwar egal aus welcher Richtung er kommt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir all die Projekte Demokratie leben, ist zum Beispiel eines, das die Bundesregierung maßgeblich unterstützt, dass wir sie fortführen, dass wir sie stärken. Wir müssen den Dialog auch mit den Religionsgemeinschaften führen, denn Antisemitismus ist ja nichts anderes als Menschenhass. Es sind auf der einen Seite Juden, aber wir sind alle Menschen und deshalb geht uns Antisemitismus alle an. Und deshalb müssen wir alle Anstrengungen an dieser Stelle klar unterstreichen und unterstützen. Und das heißt, jeder von uns ist gefordert, im besten Sinne von Zivis, bei jedem und jeder von uns beginnt es, Zivilcourage in dem Moment zu zeigen. Und wir müssen an den Schulen, in der Zivilgesellschaft, aber auch die Politik unmissverständlich zum Ausdruck bringen, Antisemitismus, Hass, Hetze, Gewalt haben in unserem Land keinen Platz. Schule ist ein wichtiges Stichwort, da nimmt uns auch der Film mit hin. Wir holen den Preisträger auf die Bühne vorher, die Jurybegründung bitte. Also wir haben nachgedacht und wir dachten, so ein unbequemer Film, der ist genau richtig in dieser Zeit über aktuelle eben antisemitische Probleme, die wir alle dachten, die es gar nicht mehr so gibt. Mobbing, Gewalttätigkeit gegen einen jüdischen Mitschüler, die Geschichte hat uns einfach gefangen. Basierend auf einer wahren Geschichte, die Schule verharmlost die brutalen Übergriffe und ignoriert die Appelle der Eltern. Aber der bedrängte Schüler wehrt sich am Ende gegen die Demütigung und überlegt, wie er damit umgehen kann. Und irgendwie setzt er sich durch und gibt nicht auf, sondern findet zu seinem Stolz. Der Young Civis Preis geht für die Kategorie Young Civis an den Kurzfilm der Hamburger Media School und des NDR, Kipper, an den Autor Lukas Natrat. Wir gratulieren herzlich. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Good job. Meine Damen und Herren, der neue Martin Scorsese. Lukas, wir haben gerade schon gehört, der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Ist es auch deine Geschichte? Also ich bin tatsächlich auf die Geschichte durch einen Zeitungsartikel gestoßen vorletztes Jahr, was eben angesprochen wurde, dass ein jüdischer Schüler so gemobbt und bis zu einer Scheinhinrichtung drangsaliert wurde auf seiner Gesamtschule, dass er die dann verlassen musste. Und das hat mich einfach erschüttert und schockiert. Ich habe dann mit anderen Betroffenen gesprochen. Wir haben in der Recherche herausgefunden, dass das überhaupt kein Einzelfall ist, sondern in vielen deutschen Städten, an vielen Schulen solche Vorfälle vorhanden sind. Und mich hat erschüttert, dass ein jüdischer Jugendlicher heute eben nicht mehr überall in Deutschland in Sicherheit zur Schule gehen kann. Ein wichtiger Film, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Zivis Medienpreis des Abends. Wir kommen jetzt zur großen Leinwand. Wir kommen zum Publikumspreis. Zivis Cinema, das sind die 5 Nominierten. Meine Träume. Ich weiß nicht, wo die überhaupt alle herkommen. Nur mit viel Mut oder Beharrlichkeit gelingt es uns, ein Zeichen zu setzen. Mein Neffe, habt ihr schon einen Namen? Adolf.
wie Adolf Hitler? Da bist du bescheuert. Guck mal, hebt ihr nicht sogar den rechten Arm? Das heißt, ein Name wie Pumuckl wäre in Ordnung. Pumuckl hat nicht halb Europa ausgelöscht! Die Ankunft am Flughafen in Tel Aviv werde ich nie vergessen. 4 ganze Stunden Leibesvisitation. Ich dachte schon, die beschneiden mich. Das schockiert dich doch nicht, David. Ich bin ab sofort gegen politische Korrektheit. Einmal Arschkriecher, immer Arschkriecher. Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Der Blonde da im Tor, der ist nicht mal schlecht. Hey. Ziemlich gut sogar. Überlassen Sie mir ein paar Tage. Trautmann, du spielst Fußball und du bleibst schön still, stumm. Fast niemand mag ein Foto von sich, aber jeder soll ein Gemälde mögen. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor. Herzlich willkommen, Mino Barati-Fischer von der Allianz Deutscher Produzenten. Mino, happy mit dem Jahrgang 2019? Ja, wahnsinnig tolle Einreichungen dabei. Viele große Filme, sah jetzt zwischendurch ein bisschen nach einer Flachsparade aus, aber es sind alles Filme, die eine große menschliche Geschichte erzählen. Ich bin mal gespannt, ob der Mann, der den Preis übergeben wird, vielleicht den ein oder anderen Film shoppen wird, denn er ist ARD-Koordinator Fernsehfilm, kann sie also zeigen, WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönborn. Guten Abend. Herr Schönborn, Europawahl, natürlich der ernste Blick auf Österreich. Wird das jetzt die Wahl beeinflussen? Zum Glück kann man Wahlen ja nicht vorhersagen. Ich glaube, man muss 2 Dinge unterscheiden. Wir haben es in Österreich mit einer Staatskrise zu tun. Und ich glaube, dass Wählerinnen und Wähler dann noch mal ganz neu überlegen, wie sie sich positionieren. Ansonsten sind es 28 Wahlen in 28 Ländern. Deutsche Wähler zum Beispiel, also wenn wir da auf die Rechte schauen, haben ja nicht den Blick nach Österreich. Sie haben nicht mal den Blick auf die Partei, die sie wählen. Also man wählt ja nicht AfD, weil man die gut findet, sondern weil man den anderen Parteien eins auswischen will, weil man protestieren will. Und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass das großen Einfluss hat. Am Sonntag bekommen wir alle Zahlen von Ihnen. Jetzt hatte das Publikum die Wahl. Mino Barati-Fischer, lassen Sie uns daran teilhaben, wer gewonnen hat. Also der Film spielt kurz vor dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Er erzählt die Geschichte einer ersten Liebe und die Geschichte einer Männerfreundschaft zwischen einem jungen Mann und dem weltbekannten Psychoanalytiker Sigmund Freud. Er macht den Zuschauer wach und nachdenklich. Er ist ein Appell an unsere Zeit gegen Hetze, gegen Diskriminierung und ein Film, der die Mitverantwortung jedes Einzelnen deutlich macht. Außerdem filmisch und schauspielerisch exzellent. Der Civis Cinema geht für den Spielfilm der Epo- und Glory-Film und Tobis an der Trafikant, an Regisseur Nikolaus Leitner und die Produzenten Dieter und Jakob Pochlatno, Ralf Zimmermann und Peter Eif. Herzlichen Glückwunsch. Ein Trafikant. Verkauft. Genuss. Das ist übrigens der Professor Sigmund Freud. Von dem hast du sicher schon gehört. Seine Zigarren. Herr Professor, darf ich Sie ein Stück begleiten? Hast du nichts Besseres zu tun? Du bist jung. Such dir ein Mädchen. Ein Mädchen? Wenn das so einfach wäre. Ich tanze mit dem schönsten Mädel der Welt. Und im nächsten Moment ist weg. Weißt du, mit den Frauen ist das wie mit den Zigarren. Wenn man zu fest an ihnen zieht, verweigern sie den Genuss. Der Trafikant, die Preise überreicht Jörg Schönborn. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und den gebe ich Ihnen. Sie haben übrigens ein an Sie als Regisseur Patent. Die Frage. Es ja, ist der letzte Film mit Bruno Ganz, dem großartigen Schauspieler gewesen, als Sigmund Freud. Ja. Wie war die Zusammenarbeit? Eine schöne Erinnerung? Eine sehr schöne Erinnerung, weil der Bruno Ganz ein sehr bescheidener, sehr kluger, sehr entspannter Schauspieler ist. Und weil wir diese Rolle, die ja eigentlich eine historische ist, eben nicht im Sinne eines Biopics irgendwie aufarbeiten wollten, sondern einfach versuchen,
hier eine Figur zu schaffen, bei der dann glaubhaft diese Freundschaft zu diesem Buben vom Land, diesem naiven, aber sehr neugierigen und wachen Jungen, schön gezeigt werden kann. Vielen Dank, der Trafikant. Herzlichen Glückwunsch zum Cibes Medienpreis. Und wir machen direkt mit der nächsten Kategorie weiter. Es geht wieder zur Juryarbeit. Es geht zur Kategorie Fernsehen Unterhaltung. Bitte schön, hier sind die Nominierten. Mehr Geld brauchen wir. Sonst bekommen wir doch das nächste niemals durchgefüttert. Du musst deine Familie ernähren. Du bist Soldat für Deutschland und kein Hilfsarbeiter. Wir schreiben ihm, Rudolf. Hitler ist Reichskanzler. Was für eine Regierung. Nie hätte ich gewagt, davon zu träumen. Es ist so unausdenkbar schön. Der Aufstand der Arbeiterklasse wird nun unweigerlich kommen. Europa wird nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Labor neuer Ideen, Hoffnungen und Gesellschaftsentwürfe. Die Dramaserie von Frédéric Goupil und Jan Peter zeigt die Hoffnungen der Menschen aus verschiedenen nationalen Perspektiven. Hochaktuell, filmisch und schauspielerisch meisterhaft. Down with the Reds. Crush the Nazi mob. My name is Unity Valkyrie. Mein Name ist Unity Valkyrie. Ich bin Faschistin. Mein Traum ist es, Adolf Hitler zu dienen. Er ist ein Mann mit wirklich neuen Ideen. Are you all gone completely mad? Eine letzte Frage, meine Herren, bevor wir unserem Star die wohlverdiente Ruhe lassen. Miss Negri, what have you got to say about the inhumane conditions in German concentration camps? Let me know when the screenplay is ready. Es gibt keinen Grund, Menschen in unser Land zu lassen, die sich nicht integrieren. Was machen Sie hier? Ich bin die Putzfrau, ich will nicht stören. Wenn Sie nicht sofort gehen, rufe ich die Polizei. Keine Polizei. Durch einen mystischen Zauber tauschen die Asylsuchende Berivan und der fremdenfeindliche Politiker Theo ihre Körper. Theo ist jetzt Berivan. Ich bin Asylsuchende? Richtig, man muss gegen Missbrauch vorgehen. Und wenn es Ihnen, uns nicht passt, können wir ja zurück in unser Land. Aus dem Albtraum können die beiden nur erwachen, wenn sie sich zusammentun. Die burleske Komödie von Nicole Borja und Jacqueline Surchat spielt gekonnt mit Vorurteilen, selbstironisch, humorvoll. Was? Ich bin gegen Ausländer? Die Welt mit den Augen eines anderen zu sehen, lohnt sich. Die 9-jährige Sarah lebt in einem Asylbewerberzentrum und möchte so gerne mit den Jungs Fußball spielen. Stattdessen soll sie für das Team Wäsche waschen und die Umkleidekabine aufräumen. Plötzlich taucht aus dem Wäschetrockner ein Engel auf, der Sarah helfen möchte. Hi, ich bin Engelchen. Sarah. Ihr habt ein Problem. Er zaubert ihr magische Fußballschuhe, mit denen sie wie ein Profi spielen kann. Sarah, Spitze. Eine großartige Serie mit Kindern aus 6 unterschiedlichen Asylbewerberzentren von Robert Alberding-Timm, Jan Eilander und Ashkan El-Hamous. Überraschend, voller Witz und Humor, schauspielerisch herausragend. Ja, unsere drei wunderbaren Nominierten. Und das ist Vielfalt beim Cibes. Erst Laudatorin, jetzt Moderatorin. Nochmal guten Abend auch von mir. Und wir wollen heute Abend ja auch das Zusammenleben verschiedener Kulturen zeigen. ARD, ZDF und ORF auf einer Bühne als Moderatorenteam. Und es funktioniert, wir verstehen uns sogar. Schön, dass wir zusammen feiern und diesen Preis vergeben. Und ich habe hier eine wunderbare Jury, die sich die klasse Filme angeschaut hat. Roger Deweck, was war in diesem Jahr in eurer Kategorie besonders? Die Qual der Wahl. Es ist jedes Mal eine Qual der Wahl, weil es so gute Einreichungen gibt, weil es so verschiedene Möglichkeiten gibt,
weil die Kreativität in Europa unermesslich ist. Wir haben uns ganz leicht und ganz schwer getan. Und wie das Ergebnis ist, das werden wir gleich erfahren. Aber vorher bitte ich auf die Bühne Tom Burow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Er wird den Preis übergeben. Guten Abend. Hallo. Tom, in 3 Tagen wird gewählt, die Europawahl steht an und Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch, kann man sagen. Viele von ihnen eint der Umgang mit Medien, vor allem mit den Öffentlich-Rechtlichen, siehe ORF in Österreich. Wie sehr stehen wir Journalisten unter Druck? Die Einzelnen stehen unter Druck unterschiedlich, das kommt darauf an, wo sie arbeiten. Also es gibt ja auch Demonstrationen, wo wirklich Kollegen schon, ja, angegriffen werden und Teams auch nur noch zum Teil mit Begleitung rausgehen. Das ist zum Glück, sind das Ausnahmen und Extremsituationen. Aber was wir schon sehen, ist ein Druck auch auf, wir haben ja hier die Kategorie Unterhaltung. Und Satire ist ja immer ein Genre, was Grenzen austestet, Grenzen des guten Geschmacks. So, und da muss man besonders tolerant sein. Das wird ja gerade dadurch gefordert. Hallo, und da sieht man schon, ja, genau. Man sieht da, dass also auch da die Angriffe zunehmen und dass das, was unsere freien Gesellschaften ausmacht, zunehmend unter Druck ist. Tom Burow, vielen Dank und wir wollen jetzt hören von Roger de Weck, wer gewonnen hat. Bitte. Meine Damen und Herren, der CEVIS TV Video im Bereich Unterhaltung geht an einen europäischen Film, der die Verführbarkeit der Menschen durch populistische Propaganda zeigt. Spannend, filmisch und auch schauspielerisch herausragend, mit eindrucksvollen Bildcollagen, ein Film, der das Gegenbild zu einer politisch-kulturell integrativen Gesellschaft zeigt und gerade dadurch hochaktuell wird. Aber der CEVIS TV Video im Bereich Unterhaltung geht ebenso an eine höchst amüsante, selbstironische Komödie über Identität und Integration. Im Mittelpunkt steht ein fremdenfeindlicher Politiker, der sich plötzlich im Körper einer asylsuchenden Muslimin findet und vice versa. Eine fantasievolle Utopie, erkenntnisreich, mit schwungvollen Dialogen, bestechendem Wortwitz in meiner Muttersprache, Französisch. Eine Schauspielerin, die großartig ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben 2 erste Preisträger. Der CEVIS TV Video im Bereich Unterhaltung geht für die Arte-Fernsehserie Ein Krieg der Träume und für den Fernsehfilm von Radio-Television Suisse, Boomerang. Herzlichen Glückwunsch. Also die Besonderheit in diesem Jahr, es gibt 2 Preisträger in der Kategorie Unterhaltung. Und ich bitte die Preisträger, zu uns nach vorne zu kommen, damit wir den Preis übergeben können. Einen schönen guten Abend hier bei uns. Et je prie les auteurs des 2 films de venir, Yann Peter et Frédéric Goupil pour Arte, Jacqueline Surchat et Nicole Borja pour le film de RTS. Quel plaisir de parler quelques mots en français. Es ist wirklich schön, auch mal ein paar Worte auf Französisch verlieren zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Die brauchen mich gar nicht, die klären das schon untereinander. Wer ist denn jetzt für Boomerang zuständig? Muss ich einmal fragen. Hier vorne. Does it need magic? Ja, braucht es dann do we need more magic? Brauchen wir einfach mehr Magie? It was very important to do a comedy. Also, ich fand es schon wichtig, eine Komödie zu machen. Mit Jacqueline Surchat, meiner Co-Autorin, wollten wir zusammen so eine Wohlfühlkomödie machen. Ja, zu diesem eigentlich doch sehr tiefschürfenden Thema. Und wir dachten uns, eine Komödie ist doch vielleicht eine gute Herangehensweise, damit die Menschen anfangen, ein bisschen über Integration und Vielfalt nachzudenken. Dankeschön. Ich gehe mal hier nochmal einmal rum zu den nächsten. Also eine wirklich beeindruckende Doku-Serie, die wir dort gesehen haben. Und was hat Sie denn an diesen Geschichten, die ja zwischen den beiden Weltkriegen spielen, es sind ja wahre Geschichten, besonders beeindruckt? Dass niemand von diesen Frauen und Männern wusste, wie die Geschichte ausgeht. Dass sie jeden Tag dachten, sie machen das Allerbeste aus ihrem Leben. Und dass alle sich geschworen haben, 1918, 19, nie wieder wird es Krieg geben. Das ist sicher. Wir wissen nicht, wo wir hingehen, nach rechts, links, oben, unten. Nie wieder wird es Krieg geben. Und 21 Jahre später, dieselben Menschen stürzen in den nächsten Krieg. Und wie leicht kleine Entscheidungen große Desaster auslösen, wenn eben Dinge nicht nachgedacht werden. Das hat mich am meisten beeindruckt. Dass alle das Beste gewollt haben, aber nicht das Beste rausgekommen ist. Ja. Danke für diese Filme, für die Serie und herzlichen Glückwunsch. Und dort sind noch Ihre Preise. Bitte.
Ihr Applaus. Herzlichen Glückwunsch, zwei Preisträger. Haben Sie noch einen schönen Abend mit uns. Und nun schauen wir uns den nächsten Nominierten an, und zwar in der Kategorie Magazine kurze Programme. Es sind vier. Sie gehen gerade über die Grenze. Der Bergsicherungsarbeiter Philippe Zanetti hilft mit zwei Nachbarn Flüchtlingen an der italienisch-französischen Grenze in den Alpen. Damit sie bei der Grenzüberquerung nicht erfrieren, wollen die Helfer ihnen warme Sachen geben. Jetzt bringen sie die völlig durchgefrorenen Flüchtlinge nach Briançon in eine Unterkunft. Die Flüchtlingshelfer wissen genau, wenn sie mit Flüchtlingen im Auto erwischt werden, droht ihnen sogar Gefängnis. Wir nehmen das Risiko auf uns. Das ist nicht so wichtig wie das Leben dieser Menschen. Aber ist das hier nicht doch Schleusen? Nein, wir nehmen kein Geld, was Schleuser tun. Uns geht es um Nothilfe, dass sie nicht erfrieren oder sogar sterben. Lourdes Picaretta zeigt in seiner exzellenten Reportage ein ganz normales Dorf mit außergewöhnlichen Menschen von hoher politischer Relevanz. Sie werden so lange ihre Verhaftung riskieren, bis Frankreich eine Lösung für die Flüchtlingsaufnahme findet. Ich bin 23 Jahre alt, in Deutschland geboren und aufgewachsen, eigentlich ein ganz normales Leben. Bis zu diesem Plakat der DRK. Seither steht das Leben von Philipp Avonou im Kopf. Das Plakat zeigt werdende Eltern, ein Ultraschallbild in der Hand, die Schwangerschaftswerbung einer Krankenversicherung. Hunderte kommentieren das Plakat in den sozialen Medien. Die Rede ist von Rassenvermischung, Volksaustausch und Umvolkung. Das macht mir ein Stück weit Angst, also das muss ich ganz ehrlich sagen, dass es so viele Menschen gibt, die versuchen zu argumentieren, warum Menschen mit Migrationshintergrund nichts in Deutschland zu suchen hätten. Der Hass nimmt vor allem Fahrt auf, als sich die AfD in die Debatte einmischt und spricht von der Flutung unseres Landes mit Migranten. Ein wichtiger und ein beeindruckender Bericht von Naima El-Moussaoui, Bernhard Küchler und Andreas Maus über die triste Wirklichkeit in Deutschland. Empörend, eindringlich. Keine Umvolkung hat jemand auf das Plakat geschmiert. Wenn Menschen eben solche Meinungen äußern, hat es zumindest bei mir schon dazu geführt, dass ich kämpferisch wurde und habe mich auch noch mal ein bisschen mehr als Deutscher einfach begriffen durch die Geschichte. Also, wir sitzen hier, wir halten unser Meeting, weil es einfach ein schönes Wetter braucht. Zwei Polizisten bei ihrer Arbeit im Josef-Strauß-Park in Wien-Neubau. Sie wollen die Ausweise von sechs jungen Männern kontrollieren, die das mit dem Handy mitfilmen. Die haben uns jetzt fertig kontrolliert, aber die wollen jetzt hier stehen. Die Betroffenen wollen wissen, warum sie kontrolliert werden. Dass sie Bescheid weißt. Können wir bitte unsere Ruhe haben? Sie haben niemanden anderen befragt, gefragt nach ihren Ausweisen oder was auch immer, sondern nur gezielt uns. Und wir waren eine Gruppe von sechs Leuten, fünf davon waren schwarz und einer hatte einen Vollbart. Ich sehe klar, dass wir die Verdächtigen sind. Diese zwei Polizisten ziehen sich zurück und kommen wieder mit Verstärkung. Schaut euch das an. Eine exzellente Recherche von Stefan Lenglinger und Christian Zechner. Jetzt sind es 11 Polizeibeamte. Niemand trägt zur Deeskalation bei. Hochbrisantes Thema, sehr überzeugend. Man fühlt sich einfach ausgeschlossen. Weil gerade von den Personen, die da sind, um einen zu beschützen und für Recht und Ordnung zu sorgen, genau die sind die, die einen versuchen, aus der Gesellschaft rauszubekommen. Können Sie bitte aufhören, ihn anzugreifen? Drei wunderbare Beiträge, die nominiert sind. Und wir werden gleich erfahren, wer gewonnen hat. Den Preis übergeben wird Michelle Müntefering, Staatsministerin hier im Auswärtigen Amt. Guten Abend, Frau Müntefering. Guten Abend. Europa verändert sich, Frau Müntefering. Laut Reporter ohne Grenzen hat sich die Situation für Journalisten in Europa besonders verschlechtert. Fragt sich, wie es ab kommendem Montag aussieht nach der Europawahl. Befürchten Sie, dass Journalisten noch weiter unter Druck geraten? Naja, wir sehen das tatsächlich, dass wir auf der ganzen Welt Populismus haben und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch die Freiheit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit immer stärker unter Druck geraten ist. Ich meine, dass wir Demokratinnen und Demokraten nicht zu wenige sind, aber dass wir zu leise sind. Und wir können was tun, auch für die Meinungsfreiheit, auch für ein vielfältiges Europa, und zwar am nächsten Sonntag bei der Europawahl. Denn da geht es vor allen Dingen um eine Frage. Meinen wir, dass an jeden gedacht ist, wenn jeder nur an sich selbst denkt, oder meinen wir, dass wir zusammen mehr erreichen können? Und ich glaube, dass die meisten Menschen die Antwort darauf wissen, und darum geht es jetzt. Dankeschön, Frau Müntefering.
Und den Preis übergeben wird die Laudatio hält Raquel Walden. Der CIVIS im Bereich Video, Magazine, kurze Programme geht an einen hochpolitischen Beitrag, der eine wenig beachtete menschliche Katastrophe zeigt. In ihrer Verzweiflung versuchen Menschen aus afrikanischen Ländern mitten im Winter die verschneiten Alpenpässe zu überwinden und drohen dabei zu erfrieren. Der Beitrag zeigt ein ganz normales Dorf mit hoch engagierten, besonderen Menschen, die sich einsetzen, trotz aller Widerstände. Das Ganze ist eindrucksvoll, bildstark und eine ausgezeichnete journalistische Leistung. Insofern freuen wir uns, den CIVIS Video Preis im Bereich Magazine, Kurzprogramme für die SWR-Reportage im ARD-Europa-Magazin Lebensretter in den Alpen an Lourdes Picaretta. Ja, wir kennen die Bilder von der Balkanroute, wir kennen die Bilder vom Mittelmeer, die Bilder von der Alpenroute kennen wir tatsächlich weniger. Wie sieht es denn dort momentan aus? Es hat sich nichts geändert. Ich habe neulich mit Philippe Zanetti gesprochen, also vorgestern, und habe ihn das gefragt, als ich wusste, dass wir nominiert sind. Und er hat gesagt, er musste jetzt aufhören, damit er für seine Familie etwas verdient. Aber es gibt anderen, die haben an seiner Stelle oder die machen an seiner Stelle weiter. Denn eins ist mir klar geworden, ich habe über Flüchtlinge sehr viele Filme gedreht. Und es ist wirklich so, dass Flüchtlinge wie Wasser sind. Also das Wasser band sich in meinen Weg. Sie können so viel den Weg sperren, wie sie wollen. Also das Wasser band sich immer seinen Weg. Und ich glaube, diese Menschen haben auch die Erwartung an unsere Politiker, dass dieser Weg für diese Menschen, die sowieso kommen, dass der geebnet wird und dass sie zu ihrem Menschenrecht kommen. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch für diesen Preis. Danke, dass Sie bei uns sind. Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die mir als Frau aus der Information besonders wichtig ist. Information. In den vergangenen Jahren hat ein Gespenst in Europa erneut sein hässliches Haupt erhoben. Das Gespenst des Antisemitismus. Was bedeutet es in unserer Zeit, Jude zu sein? Johanna Hasse, Andreas Morell zeigen Menschen zwischen Aufgeben und Widerstand. Mehr als 70 Jahre nach dem Holocaust gibt es wieder judenfeindliche Anschläge in Europa. Ich finde dich. Antisemitismus ist demnach ein Angriff auf die demokratische Kultur unserer Gesellschaft und nicht nur ein Angriff auf Juden und Jüdinnen. Wichtige Tabus werden in Frage gestellt. Ein bewegender, ein herausfordernder Film. Antisemitismus ist ein Geisteszustand, der nicht nur ein Land betrifft. Er ist ein internationales Phänomen. Es zieht Neonazis aus Deutschland und ganz Europa in die Kleinstadt Thema. Es ist eine nationalistische, also eine heimatverbundene Veranstaltung. Gespielt wird Rechtsrock. Verbreitet werden brandgefährliche Inhalte. Die Musik ist am Ende die Begleitmusik für Mord und Totschlag. Sie wollen ihre Heimatstadt nicht den Rechten überlassen. Man kann es doch nicht zulassen, dass es dazu kommt, dass halt jedes Jahr im Endeffekt dann halt tausende Nazis hierher kommen und der Eindruck entsteht, es wäre halt ein Ort, der von Nazis dominiert wird. Und das ist es halt nicht. Also die Kreuze, das sind 193 Stück und die stehen für Todesopfer von der Wende 1990 bis heute, die durch rechte Gewalt umgekommen sind. Abends um 9 laufen sie los zum Konzertgelände. Eine beeindruckende Reportage von Ulrike Bremer und Adrian Oeser. Menschen im Widerstand. Unspektakulär, gelassen. Die Menschen, vor denen Europa sich schützen will, kampieren im Wald. Und dann steht da Paul. Ich werde wohl nie sagen können, ob er mich ausgesucht hat oder ich ihn. Dies ist die Geschichte unserer Begegnung.
Paul nicht erreichen. Paul ist vor 2 Tagen los, seither kein Lebenszeichen. Paul Nkamani gelingt es, nach Spanien überzusetzen. Die Hälfte seiner Mitreisenden stirbt bei der 2-tägigen Odyssee. Ich dachte, ich würde auch sterben, meint Paul später. Er will weiter nach Deutschland. Der Dokumentarfilmer Jakob Preuß muss sich entscheiden. Soll er Paul helfen oder nur beobachten? Gespürt habe ich damals schon, dass Paul Erwartungen an mich hat. Ich kann für ihn schon mal die Chancen ausloten, falls er wirklich nach Berlin will. Konflikte zwischen Geflüchtetem und Filmemacher werden deutlich. Ein ungewöhnlich beeindruckender Film. Bitte, Paul, nimm dir. 4,5 Jahre, nachdem er seine Mutter in Kamerun verlassen hat, zieht er bei meinen Eltern ein. Am Ende sagt Paul, ich vermisse Afrika nicht. Meine Zukunft liegt hier in Europa. Und übergeben wird den Preis der Generaldirektor des ORF, Dr. Alexander Wrabetz. Herzlich willkommen. Kommen Sie bitte zu mir. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich Sie hier auf der Bühne begrüßen soll. Vielleicht mit einem Schnaps oder ganz viel Espresso für Durchhaltevermögen. Bei Ihnen ist ordentlich was los. Es ist was los, aber... Und es war in den letzten Tagen insbesondere was los. Es ist in den letzten Tagen etwas passiert, was selbst in meiner langjährigen Tätigkeit in der Führung des ORF noch nicht der Fall war und was wahrscheinlich niemand erlebt hat, dass wir Zeuge wurden, wie der Führer einer Partei, die Patriotismus als ihren höchsten Wert sieht, mit einer Person, die er für eine Oligarchin hält, darüber verhandelt, wie er die nationalen Medien, den ORF und die größten Zeitungen gegen eine kleine Vieh bereit wäre, an jedermann zu verkaufen. Und das ist etwas, was es eigentlich ich aus Europa nicht kenne. Das hat uns erschüttert, das hat aber auch in Österreich zu großen Veränderungen geführt. Und wir haben das gemacht, was wir am besten können, ein gutes, journalistisch professionell gemachtes Programm. Und die Österreicher haben in einem Ausmaß unsere Programme angesehen und uns als vertrauenswürdigste Quelle genutzt, wie wir es nicht oft erleben. Und das ist die beste Antwort. Und dazu braucht man dann weder einen Schnaps noch einen Kaffee. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Sie werden den Preis gleich übergeben. Und jetzt wollen wir wissen, wer gewonnen hat. Michael Löb hält die Laudatio, bitte. Ja. Der CIVIS TV Video im Bereich Information geht an einen Dokumentarfilm, der bewusst Grenzen überschreitet. Eine ungewöhnliche Filmgeschichte von den Küsten Marokkos bis nach Berlin. Ein Film, der seinem Protagonisten sehr, sehr nahe kommt. Die Grenzen zwischen journalistischer Dokumentation und erwarteter Hilfeleistung werden deutlich und sensibel thematisiert. Ein bewegendes, ein medial vielgestaltiges Protokoll individueller Entscheidung. Ein ungewöhnlicher, ein herausragender Film. Der CIVIS TV Video im Bereich Information geht für den ZDF-Dokumentarfilm Als Paul über das Meer kam an den Autor Jakob Preuß. Herzlichen Glückwunsch. Als Paul über das Meer kam gewinnt den Preis in dieser Kategorie. Herzlichen Glückwunsch. Guten Abend. Glückwunsch. Guten Abend. Auch mit dabei, das freut mich sehr. Es ist ja immer so eine Sache, wie nah kommt man als Journalistin oder Journalist dem Protagonisten? Was macht man dann am Ende draus? Sie haben am Ende geholfen, würden Sie es wieder tun? Ich glaube, ich würde es wieder tun. Das war keine leichte Entscheidung. Ich habe ehrlich gesagt an dem Tag auch meinen Produzenten angerufen. Ich wusste, das wird den Film total verändern. Paul ist ja immer noch hier, ist auch heute da, glücklicherweise. Er wohnt immer noch bei meinen Eltern. Meine Eltern haben jetzt auch langsam nicht mehr so viele Zimmer frei, dass ich das bei jedem Film jetzt wieder machen könnte. Aber ich glaube, das ist, man bleibt ja Mensch bei so einer ganzen Sache. Und ich glaube, das ist ja genau die Herausforderung. Das habe ich versucht, im Film dann auch zu zeigen. Ganz kurz. Und everything's fine? Sie fühlen sich wohl? Ja, ich bin sehr zufrieden. Aber ich habe so wirklich eine zweite Familie gefunden. Sie sind wirklich sehr, sehr, sehr nett mit mir. Schön, dass Sie alle hier sind. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bitte, noch ganz kurz. Ja? Noch ganz kurz, bitte. Dazu muss ich doch noch eine Sache sagen, weil Paul spielt jetzt auf Schöne Welt, das kann er ja auch gut, er ist ja sehr charmant. Man muss ja dazu sagen, es gibt in Deutschland im Moment überhaupt gar keine Möglichkeit für einen abgelehnten Asylbewerber, der wie Paul 6 Jahre seines Lebens riskiert hat, fast umgekommen ist, gute Gründe hatte, hierher zu kommen, vielleicht reizt sich aus für Asyl. Hier alles tut, was wir in der Integrationsdebatte immer so sagen, was wir machen sollen, hat Arbeit, wie bitte?
hat einen festen Arbeitsplatz. Wir haben Glück, dass er heute hier sein kann. Er hat heute Frühschicht in dem Altersheim. Er spricht ziemlich gut Deutsch, finde ich, haben Sie ja gehört. Und hat Anschluss gefunden. Aber da fängt es ja an, wo die Würde manchmal so ein bisschen auf der Kippe steht. Dass jemand, der so einen langen Weg gegeben hat, immer noch eigentlich die ganze Zeit Angst haben muss. Sie sind im Auswärtigen Amt einer Zentrale der deutschen Politik. Und nachher gibt es Gespräche, sage ich soweit. Herzlichen Glückwunsch. Bleiben Sie bitte kurz bei mir. Und wir kommen jetzt zu den jungen Wilden, zu Tscherno Jobatai und der Kategorie Civis Digital. Tai Tesfu ist mein Name vom ZDF. Wir machen eine Umfrage zum Thema Heimat. Was heißt denn Heimat für Sie? Möchten Sie nichts zu sagen? Okay, passt. In der Heimat zu sein. Ich habe das Heimatmuseum, das Heimatministerium. Braucht Deutschland ein Heimatministerium? Ich finde es ziemlich dreist zu sagen, dass man jetzt auf einmal sowas braucht, nur weil jetzt mal ein paar mehr hergekommen sind. Ich bezweifle es, nein. Weil jeder von uns definiert ja Heimat anders und dann zu denken, ein Ministerium zu brauchen, das dann irgendwas vorschreibt, das ist nicht so. Und was ich überhaupt nicht schnalle, warum rückt beim Heimatministerium niemand damit raus, was mit Heimat gemeint ist? Was ist denn Heimat für Sie? Deutschland. Heimat von Florian Hager, Ilka Brecht und Kio Mali Jung. Auf humorvolle, leichte und kluge Weise großartig in Szene gesetzt. Nicht unbedingt ein Ort. Ist Heimat für viele nicht auch eher ein Gefühl? Wie soll das auf Bundesebene gemanagt werden? Es gibt ja auch kein Liebesministerium. Von daher, good luck, Horst Seehofer. Deutscher von Ausländern abgestochen! Es geht wieder los! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Du, wir sind hier nicht zum Spaß. Sorry. Wieder einmal Rechtsextreme, wieder einmal Sachsen. Und die Gewalt richtet sich auch gegen uns Journalisten. Lüge! Lasst uns in Ruhe! Das ist ein Trauermarsch! Müssten wir jetzt nicht irgendwas machen? Sonst heißt mir ja wieder Polizeiversagen. Sie können alle wieder nach Hause gehen. Wir haben die Täter. Ein vorbestrafter Iraker und ein Syrer haben den unschuldigen deutschen Mann abgeschlachtet wie ein Schwein. Bitte beruhigen Sie sich. Humorvolle, süffisante Kritik an den Geschehnissen. Florian Hager und Sabrina Strese bringen den neuen Zeitgeist auf den Punkt. Haftbefehl! Haftbefehl! Gehört der Islam zu Deutschland? Ein Mann kennt die Antwort. Auf den ersten Blick erscheint er wie einer von uns. Doch er trägt ein dunkles Geheimnis. Er ist Muslim. Seine schwangere Mutter wurde von einem Muslim gebissen. Nee, ich bin konvertiert. Ein selbstironisches Spiel mit Klischees von Florian Hager, Duygu Gesen und Amelie Herberg. Damn, er hat alle Vorteile eines Deutschen. Und keiner unserer Nachteile. Mashallah. Erzeugt er in uns keine Angst. Glückwunsch, Sie haben den Job. Glückwunsch, Sie haben die Wohnung. Sie wollen mir erzählen, dass dieser Mann nicht zu Deutschland gehört? Fiete Alexander in Sie nannten ihn Allmann. Antisemitismus ist ein Gradmesser des Zustandes einer Gesellschaft. Und so Rapper wie Kollega oder Farid Bang oder wie die immer auch immer heißen, die so primitive Texte machen, das ist ja nicht nur ein Problem des Antisemitismus, ja, das ist ein Problem von Homophobie. Walter Schmich zeigt, wie ein junger Jude die Situation in Deutschland erlebt. Nicht anklagend, sehr persönlich, überzeugend. Antisemitismus läuft immer mit oder läuft sogar vor und alles andere kommt dann hinterher. Derjenige, der hier verprügelt worden ist mit diesem Gürtel am Prenzlauer Berg, er und auch andere haben ausgesagt, da standen die Leute einfach drumherum und haben sich das angeschaut und eigentlich ist niemand eingeschritten und das ist eigentlich das Problem. Und das lässt sich auch nicht damit auflösen, dass heute Morgen oder übermorgen irgendwie hunderte von Leuten sich in Berlin solidarisch erklären und eine Kippa auf den Kopf tragen. Schöne Aktion, schönes Symbol, aber die wirklich Solidarität ist da gefragt, wo solche Übergriffe passieren. Und da ist nichts passiert am Prenzlauer Berg. Mhm.
Wir haben bei Zivis ein neues Konzept. Wir hier vor der Kamera, wir sind vier. Mein Name ist Jarno Jobertai und wir wollen jetzt über Online reden. Der Medienmarkt ist ja größer geworden. Wo früher die Etablierten kuschelig unter sich waren, gibt es jetzt ganz, ganz viele neue Mitspieler. Ja, deswegen gibt es Zivis Digital. Und vielleicht noch zwei Zahlen. Junge Menschen unter 30 sind täglich 6 Stunden online. Und bevor sie jetzt die Stirn rund sind, Menschen um die 70 sind immer noch 2 Stunden online jeden Tag. Deswegen, Zivis Digital ist sehr wichtig. Wir haben ihn in 2 Teile eingeteilt, weil Großteil Online-Konsum ist Video, aber nicht alles. Deswegen Zivis Digital Online-Angebote und Zivis Video. Und da freue ich mich sehr, jetzt hier die Jury bei mir zu haben. Den Jurypräsidenten Joe Gröbel, schön, dass du da bist. Und Shiva Schleif von Vidya Quasma. Hallo. Hallo. Bei den Einsendungen dieses Jahr, Joe, wie war das? Gibt es da einen Trend bei Online-Videos? Ja, schon. Also erstmal muss ich sagen, obwohl ich fast 70 bin, schaue ich so viel wie die 20-Jährigen, nämlich 6 Stunden pro Tag, nicht nur während der Juryzeit. Aber ernsthaft, der Trend ist, dass wir sehen, dass mit vergleichsweise geringem Produktionsaufwand sehr viel produziert wird. Manche davon sind ja auch so, da sieht man, das ist noch ein bisschen die Suche danach. Aber ich bin nicht Teil des WDR, nicht des Öffentlich-Rechtlichen, sondern komme von außen, kann umso mehr sagen, dass mit Funk zum Beispiel wirklich eine Plattform geschaffen wurde, wo herausragende Sachen gemacht werden, die lange nicht so große Budgets haben wie andere, aber einfach großartige Sachen und von sehr jungen Leuten. Und die sind wieder engagierter als vielleicht noch vor 2, 3 Jahren. Frau Schley, wie ist das so? Alles nur schnell und lustig, um mal einen Vorurteil zu bedienen, was man da sieht? Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass so ein Thema mit Humor zu betrachten, das ist mindestens genauso viel wert, als wenn wir jetzt nur ernste Reportagen hätten. Meine Damen und Herren, jetzt begrüße ich hier auf der Bühne als denjenigen, der den Preis übergeben wird. Wir haben überlegt, wer könnte es besser sein? Lutz Marber vom NDR. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Marber. Für viele ist ja Webvideo so ein bisschen Fernsehen von morgen. Mal ganz ehrlich, was haben Sie gelernt bis jetzt? Na, Fernsehen von morgen ist Fernsehen von heute. Also das kann ja absolut standhalten. Übrigens, Humor ist ja das Schwierigste. Das muss man sagen. Ein schwieriges Thema, ein echtes Thema mit Satire, mit Humor zu behandeln, das ist die hohe Kunst. Und es ist doch hier inspirierend. Ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch. Und jedes Mal, wenn ich kann, komme ich gerne hier hin, weil ich den anderen Blick erlebe, weil ich bestimmte Themen sehe und weil ich sehr, sehr viel Inspiration, Kreativität erlebe. Und das haben wir auch hier bei diesem Preis erlebt. Also wirklich Glückwunsch an alle Nominierten und alle, die das eingereicht haben. Jetzt machen wir vielen Dank. So, Joe, jetzt wollen wir wissen, wer hat gewonnen? Also, der Zivis Digital im Bereich Webvideo geht an. Ein Webvideo, das humorvoll, leicht und klug eines der wirklich bestimmenden öffentlichen Themen im Moment beeindruckende Szene setzt. Wer mag das wohl sein? Braucht Heimat? Ein Heimatmuseum? Na, wer kann es gewesen sein? Was bedeutet Heimat überhaupt? Mit Anspielungen an den Heimatfilm der 50er und 60er Jahre hat uns sehr begeistert. Das war wirklich toll. Mich noch mehr als dich. Du kennst sie gar nicht, aber egal. Gut. Nee, wegen des Alters. Nur wegen des Alters. Und überraschend und einfallend zeigt das Video ein selbstironisches und höchst gelungenes Spiel mit Klischees. Eindrucksvoll, sehr professionell, großartig. Der Zivis Digital Medienpreis im Bereich Webvideos geht für das Video von Funk, von ARD und ZDF, Stadt, Land, Heimat. Etwas gesagt, Erziehungsberechtigten, aber Vertretungsberechtigten Florian Hager, Ilka Brecht und Kio Mali Jung. Hallo. Großartig. Servus. Wem übergebe ich denn jetzt den Preis? Hoi, ihr seid ja so viele. Ihr seid ja so viele. Super. Ich gebe den Preis bei Ihnen. Nein, der Preis gebührt den Machern. Wer ist und die Macher? Überall. Sind wir das beide. Team also auch. Und ich übergebe das Tarek. Nein. Du bist der Host, komm. Tarek, ja. Heimat, wie kamt ihr drauf? Wer seid ihr überhaupt? Warum seid ihr so gut? Naja, wir sind Jäger und Sammler. Und Jäger und Sammler ist einfach ein gutes Format mit ganz, ganz vielen tollen Menschen. Mhm. Und Jäger und Sammler achtet auf Diversity, lieber Tom Buro. Das leben wir bei den Hosts, bei den MacherInnen, vor und hinter der Kamera. Und deswegen ist Jäger und Sammler einfach ein wunderbares Format. Und die Datteltäter mitnominiert neben anderen tollen Menschen. Also wir dachten, Datteltäter gewinnen die Scheiße heute. Und jetzt
dürfen wir das haben. Und am Ende haben wir alle gewonnen. So. Mhm. Und ich glaube, der Preis ist einfach für alle Schwarzen und POC-MedienmacherInnen, weil es ist so, Deutschland hat ein Problem mit Rassismus, definitiv, darüber müssen wir reden, aber deutsche Medienunternehmen, wer hat da das Sagen? Das sind ganz, ganz oft weiße Männer, die privilegiert sind, und es wird endlich mal Zeit, dass da ein Switch kommt. Also POC, schwarze Menschen gehören ganz nach vorne, und deswegen freuen wir uns, gewonnen zu haben. Und jetzt habe ich viel zu viel geredet, ich danke einfach. Achso, danke an die Jury. Danke, liebe Jury. Danke, danke, danke. Meine Damen und Herren, die eigentliche Stärke von online ist ja, dass sozusagen alles geht. Also Video, Audio und Text zusammen oder für die Älteren vielleicht Fernsehen, Radio und Zeitung in einem. Da passieren viele neue Dinge, und so kann es passieren, dass große Fernsehsender gegen Printmagazine auf einer Plattform direkt gegeneinander antreten müssen. Wir kommen zur Kategorie Zivis Digital Internetangebote. Bartholomäus von Lafferts multimediale Darstellung zeigt die Situation entlang der osteuropäischen Außengrenze. 8, 9 Schläge habe ich abbekommen. Strikes. Über die östlichen EU-Außengrenzen wird wenig berichtet. Was bewegt die Menschen, die dort leben und arbeiten? Selber war ich Flüchtling, klar. Deswegen ist die Empathie vielleicht mehr, ist größer als bei anderen Menschen. Was sind es für Menschen, die die Grenzen verteidigen? Und wer versucht, die Grenzanlagen zu überwinden? Nachdem meine Frau ermordet wurde, hat meine Familie gesagt, Mujib, komm nie mehr zurück nach Pakistan. Eine exzellente crossmediale Aufbereitung, hochaktuell, dramaturgisch beeindruckend. Die History-App des WDR ist ein ungewöhnliches, innovatives Projekt. Die Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs werden neu erzählt. Es war die Hölle. Es war ja nur nachmittags. Die Steine fielen auf uns. Und wir saßen dann unten, weil wir haben gedacht, es ist Ende. Einige der letzten Zeitzeugen und die Ereignisse von damals werden visuell dreidimensional als Holographie erlebbar. Zuerst hatte ich eine schreckliche Angst vor den Toten. Und die Toten wurden in weißen Stoff eingewickelt und aufrecht hingestellt. Ein großartiges Digitalprojekt von Mike Bialk und Dorothee Pitz. Die Zivis Digital Internetangebote, und die Frage an die Jury: Was hat sie gekillt? Also ich muss sagen, man sieht ja, wir haben halt alle möglichen Darstellungsformen. Nicht, weil ich jetzt selber vom WDR bin, aber das Augmented Reality Projekt beispielsweise, wo man eine ältere Zeitzeugin wirklich zu sich ins Wohnzimmer oder halt auch ins Klassenzimmer holen kann. Das sind schon Sachen, wo man die ganze Technik ausnutzt. Und das hat uns als Jury, würde ich sagen, schon sehr beeindruckt, dass wir halt jetzt nicht nur Webvideos haben, nicht nur Web-Specials, sondern auch solche Projekte. Joe Gröbel, für die einen sind ja Webangebote Zeitungen mit Turbolader, für die anderen Fernsehen mit Text. Was überwog so bei den Einreichungen? Schwer zu sagen. Also mein Eindruck ist schon, dass es schon mehr in Richtung Fernsehen geht, weil einfach auch die Aufmerksamkeitsspanne natürlich schneller befördert wird, angeregt wird von den Fernsehgeschichten. Aber nicht zu unterschätzen, Leute sind auch immer noch willens, sehr in die Tiefe zu gehen, wenn es um Informationen geht. Jetzt wollen wir wissen, wer gewonnen hat, und dafür brauche ich eine richtige, kernige Glücksfee. Die ist so kernig, meine sehr verehrten Damen. Ich freue mich sehr, meinen Lieblings-Tatort-Kommissar hier begrüßen zu können. Bitte begrüßen Sie recht herzlich aus dem Süden Deutschlands, Miro Nemes. Miro, du bist ja gebürtiger Kroate. Du lebst jetzt in München. Also wenn du nach deiner uralte Heimat fährst, sozusagen einmal Gas geben, über den Berg rüber, bist du da. Das war ja nicht Keine immer Grenzen. So. Wie war das ich denn habe früher? Das Gefühl von keinen Grenzen. Ich fahre nach Hause und ich habe mir das jahrelang gewünscht, dass es so kommt. Und jetzt ist es so, und so soll es auch bleiben. Dafür tue ich gern was, wenn es drauf ankommt. Vielen Dank. Wer hat gewonnen? Wir wollen es wissen. Wer ist die Wer oder die hat gewonnen? Es hat gewonnen. Ein crossmedial exzellent aufbereitetes Webangebot über die humanitären Herausforderungen an den östlichen Außengrenzen der EU.
Aktuelle Videos, Interviews und präzise Textelemente geben einen dramaturgisch beeindruckenden Einblick in bewegende menschliche Schicksale und die militärische Aufrüstung des EU-Grenzregimes zur Festung Europa. Bildstark, faktenreich, journalistisch herausragend. Der CIVIS Digital Medienpreis im Bereich Webangebote geht für den Webauftritt von Spiegel Online, Weitwinkel, Festung Osteuropa, der letzte Gegner, an den Vertretungsberechtigten Bartholomäus von Laffert. Also wir alle kriegen den Preis. Das ist ein bisschen, Missverständnis. Das nur. Erklär. Warum? Warum bist du so viele? Weil ich nur geschrieben habe und Moritz und Paul haben gefilmt und Amir hat alles übersetzt und ohne Amir wären wir zu überhaupt gar nichts gekommen, weil wir weder Persisch noch sonst irgendwas sprechen. Was heißt nur geschrieben? Die Texte, die man in unserer multimedialen... Wir haben ja sehr, sehr viele Leute, die vom klassischen Fernsehen kommen. Was heißt das, was machst du? Erklärst ihnen nochmal die Zukunft. Das ist schwer. Ich schreibe normalerweise. Also ich bin normalerweise Printjournalist, deswegen ist es auch ein bisschen merkwürdig, hier auf so einer Fernsehgala zu sein. Aber ich freue dich doch mal. Ich freue mich sehr. Ich kann es nicht ganz fassen. Aber ich war mit zwei Filmemachern bzw. Fotografen unterwegs und die haben tolle Videos dazu gemacht und wir haben das dann, ja, wie gesagt, crossmedial aufbereitet und das kann man in dieser Spiegel-Reportage sehen. Vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so gut wie jeder in Deutschland hört Radio, ganz klassisch, eben im Radio oder auf irgendein Gerät, irgendwo im Internet. Ungefähr 95% der Deutschen hören Radio, die Tendenz steigt. Audio ist überall. Durch die neuen Sprachassistenten wie Alexa und Co. gibt es sogar einen Audio-Boom. Wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht? Meine sehr verehrten Damen und Herren, der CIVIS Medienpreis in der Kategorie Audio. Das war in Syrien wunderschön. Also ich kenne den Weihnachtsmann, seitdem ich 7 war. Eine etwas andere Weihnachtsfeier für Familien. Jennifer von Massow mit einer großartigen Kurzreportage über den Alltag von Geflüchteten in Deutschland. Ah, du bist der Weihnachtsmann. Hab ich gesagt, ja, ich bin der Weihnachtsmann heute, Habibi. Und weil ich Habibi gesagt habe, sagt er auf einmal zu mir, was von ein Kanake. Mein Gott, das kommt bestimmt nicht von dem Kind, ja, das kommt bestimmt von seinen Eltern. Aber dann lief sein Auftritt als Weihnachtsmann auch eher so, wie er sich das vorgestellt hatte. Ein 6-jähriges Mädchen kommt zu mir und nimmt mich in den Arm und sagt so, danke, das war toll. Habe ich gedacht, das möchte ich jedes Jahr machen. Herr Waldhäusl, die Kritik fällt relativ heftig aus. Schande für Österreich, was sagen Sie dazu? Ich verstehe die Aufregung überhaupt nicht. Das ist ein Quartier, wie viele andere auch. Ein Quartier, das umzäunt ist mit Stacheldraht. Man muss schon mal ehrlich sagen. Bernd Koschuh, Paul Schiefer über ein Asylquartier in Niederösterreich. Eine beeindruckende journalistische Leistung, die Wirkung zeigt. Herr Waldhäusl, ich würde gerne noch mal zur Kritik zurückkommen. Die Asylkoordination sagt, man überlegt eine Anzeige wegen Freiheitsentziehung. Das nehmen Sie alles in Kauf für so ein Quartier? Es geht darum, hierfür Sicherheit für alle zu sorgen. Pflicht, Herr Waldhäusl, ich möchte Sie fragen, haben Sie da die volle Rückendeckung? Ich brauche mit niemandem etwas absprechen. Ich muss für Ruhe und Ordnung sorgen. Wir fahren durch Chemnitz. Das Taxi hält vor dem Restaurant Shalom. Uwe Djubala erinnert sich. Da stehen etwa 12 Personen vor mir. Ich habe gesagt, verschwindet. In dem Moment flogen aber auch schon verschiedene Gegenstände auf mich. Die Angreifer riefen, hau ab aus Deutschland, du Judensau. Die Stimmung in Chemnitz ist angespannt. Sebastian Engelbrecht spricht mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Starke Aussagen, journalistisch herausragend. Seit etwa 3 Monaten höre ich das, dass die Leute sagen, wir denken darüber nach, Deutschland zu verlassen. Kuckuck, hier bin ich wieder. Und das hat einen besonderen Grund. Ich liebe Radio. Radio ist meine große Liebe und ich liebe es einmal im Jahr mit diesen Frauen und anderen Kollegen der Radiojury in einen Raum eingesperrt zu werden und 3 Tage nichts anderes zu machen als Radio zu hören. Wir streiten uns ab und zu,
sind aber vor allen Dingen sehr begeistert, wie viele tolle Formate es gibt. Jona Teichmann, Chefredakteurin der Landesprogramme des WDR, ist hier und Barbara Weinzierl beim ORF, Leiterin des Ressorts Radiochronik. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Wir gucken auf die kurzen Programme. Kurze Programme heißt bis 6 Minuten. Was muss ein kurzes Programm haben, das ihr sagt, das gehört ausgezeichnet? Ja, es muss die Aufmerksamkeit des Hörers ganz schnell packen. Es war heute Abend schon die Rede davon, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen eher abnimmt. Wir konkurrieren oft mit Dingen, manchmal sogar mit Hintergrundgeräuschen. Aber Radio ist ja ein Medium, was nicht nur den Kopf anspricht, sondern auch den Bauch und das Herz. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man das beim Hörer machen kann. Und wir haben einige sehr gute Beispiele dafür gehört. Und ein Mann vom Radio wird den Preis überreichen. Intendant des Deutschlandradios, Stefan Rau. Herzlich willkommen. So, und Sie dürfen jetzt direkt weiterklatschen, weil wir gratulieren Stefan Rau zum 25. Nicht er hat Geburtstag, wobei könnte so knapp hinkommen, sondern das Deutschlandradio in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der steht in der Kritik, was Kosten, Inhalte, Strukturen angeht. Was muss passieren? Wie muss man weitermachen, damit diese harte Zeit überwunden wird und damit Sie auch irgendwann den 50. feiern können? Naja, jetzt könnte ich mir einen schlanken Fuß machen, dann könnte ich sagen, Information, Kultur, junges Wissen, die 3 Programme von Deutschlandradio, die werden es reißen. Ich glaube, die Stärke unseres öffentlich-rechtlichen Systems in Deutschland besteht darin, und das müssen wir auch weiterentwickeln, dass wir mit unseren breiten Massenprogrammen auch, also Unterhaltung, gute Unterhaltung, guten Spielfilmen, aber natürlich auch unser Information- und Kulturangebot, dass wir möglichst viele Menschen erreichen und so auch Brücken zwischen unterschiedlichen Interessengruppen auch bauen und bilden. Es hat keinen Zweck, uns auf ganz kleine Strecken und ganz kleine Bereiche zurückzuziehen und zu sagen, wir Öffentlich-Rechten, wir machen nur Information, nur Kultur, nur Wissen und den Rest machen alle anderen. Sie wollen alles. Nicht das Deutschlandradio, das Öffentlich-Rechtliche insgesamt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fortschritt, dass wir über diese großen Programme so viele Menschen erreichen. Und Sie dürfen gleich, Dankeschön, Sie dürfen gleich Menschen glücklich machen. Wir vergeben den ersten Radio Award von CIVIS. Bitte die Jurybegründung. Ja, der CIVIS Audio Medienpreis im Bereich kurze Programme zeichnet in diesem Jahr ein Live-Interview aus mit dem Asyllandesrat Gottfried Weilhäusel von der FPÖ, Achtung Österreich, über ein umstrittenes Asylquartier im niederösterreichischen Drasenhofen. Es ist sehr sachlich geführt, sehr kritisch, reaktionssicher, von hohem Erkenntnisinteresse. Der Standpunkt des Interviewten wird in kurzer Zeit kontrastreich deutlich. Den Zuhörenden bleibt Raum, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Eine journalistische Leistung, die Wirkung zeigt, dieses Asylquartier wurde noch am gleichen Tag geschlossen. Der CIVIS Audio Medienpreis im Bereich kurze Programme geht an das ORF-Interview auf Ö1. Asylquartier wie ein Gefängnis, eine Schande für Österreich. Und damit an die Autoren Paul Schiefer und Bernd Koschuh. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Live-Interviews, da müssen wir uns nichts vormachen. Auch ich arbeite beim Radio, werden immer unpopulärer in Zeiten, in denen immer mehr formatiert wird. Warum ist es für Sie wichtig, an dieser klassischen, an dieser schwierigen journalistischen Herausforderung weiter festzuhalten? Weil aufzeichnen und zurechtschneiden geht ja auch immer. Live-Interviews haben eine ganz andere Wirkung, weil auch der Interviewte reagieren muss, weil er weiß, das geht jetzt live auf Sendung und das hören tausende Menschen auch in der Früh, so wie es beim Landesrat Waldhäusel war, und das ist durch ein geschnittenes Interview nicht zu ersetzen.
Ich muss aber auch sagen, Live-Interviews sind insofern eine besondere Herausforderung, weil man nicht weiß, wie der Interviewte reagiert. Man muss dann sehr schnell und spontan reagieren auf die Antworten, die da kommen. Und in diesem speziellen Fall war es natürlich schon auch überraschend zum Teil, welche Antworten der Herr Landesrat gegeben hat, wenn er dann davon gesprochen hat, dass der Stacheldraht eigentlich zum Schutz der Insassen ist, was, muss man sagen, an die NS-Zeit erinnert, an die Schutzhaft, die die Nazis verhängt haben gegen Menschen, die sich damals nicht wehren konnten. Und da fragt man sich dann schon als Interviewer, fehlt da die Sensibilität? Woher kommt das? Mhm. Müsste man eigentlich wissen in Österreich als Landesrat, als politisch Verantwortlicher, welche Vergangenheit wir hatten, noch vor 70 Jahren, eben der Nationalsozialismus, der in Österreich geherrscht hat. Ja, das sind so die Dinge, mit denen man dann, auf die man reagieren muss. Gerade wenn man so ein Live-Interview macht, muss man wissen, dass die Fakten, mit denen man diesen Menschen, diesen politisch verantwortlichen Menschen konfrontiert, dass die auch wirklich halten. Diesem Fall haben sie gehalten. Lassen Sie uns auf öffentlich-rechtliche und private, egal journalistische Berichterstattung uns einigen, denn das ist tatsächlich etwas, was grundlegend sein sollte. Richtig. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch zum ersten Zivis Radiopreis. Wir kommen damit zu den langen Programmen, das sind die Nominierten. Mein Name ist Emre Gradina, ich bin 28 Jahre alt. Ich wurde direkt aus dem Knast in Trier abgeschoben. Ich wohne jetzt in Bella Palanca. Bella Palanca ist ein kleines Dorf und ich versuche mir jetzt hier ein neues Leben aufzubauen. Immer wieder denkt er, ich bin im falschen Film gelandet. Ein einfühlsames audiophones Porträt von Johanna Benz, das die eigene Rolle der Autorin zwischen Nähe und Distanz thematisiert. Beeindruckend. Ich bin selber schuld, dass ich hier in diesem Schlamassel jetzt sitze. Das ist ganz klar. Meine Eltern haben mir die Möglichkeit gegeben, ein gutes Leben zu haben. Ich hab's einfach verkackt. Ich will ihn finanziell so weit unterstützen, dass er seine fehlenden Dokumente beantragen kann. Ich existiere gar nicht in Serbien. Immer noch nicht. Es geht ja irgendwie überhaupt nicht voran. Ja, wie soll ich Mechelen beschreiben? 32% der Bürger haben einen ausländischen Hintergrund. Als ich angefangen habe, war die Stadt am Ende. Es war die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate Belgiens. Seit 17 Jahren ist der liberale Somas hier Bürgermeister. Ich habe erst mal versucht, die Stadt wieder sauber und sicher zu machen. Anna Küch zeigt die Stärken der Lokalpolitik für die Integration. Ein überzeugendes, großartiges Hörbild. Ein gemeinsames Fastenbrechen während des Ramadan nach Sonnenuntergang auf dem großen Platz. Da saßen hunderte Muslime und Nichtmuslime zusammen unter freiem Himmel und aßen gemeinsam. Das sind unsere Momente. Die langen Formate haben es heutzutage nicht leicht. Sie werden immer mehr aus dem linearen Programm verbannt oder müssen sich besonders behaupten. Barbara, was ist die große Stärke und was auch die Gefahr bei langen Formaten? Die große Stärke ist, dass man lange Geschichten erzählen kann, dass man Protagonisten begleiten kann, dass man Menschen einfach absolut in den Bann ziehen kann durch die Art und Weise, wie man diese Geschichten erzählt. Das ist auch vielen gelungen, die eingereicht haben für den Zivis-Preis. Die Gefahr ist aber auch, dass man ins Schwafeln gerät, dass man nicht so dicht dran ist am Thema. Auch das haben wir mitunter gesehen. Das stimmt. Aber nicht bei den Nominierten, die sind zu Recht nominiert. Und wir kommen jetzt zu dem Mann, der den Preis vergeben wird. Andreas Freudenberg, Vorsitzender des Kuratoriums der Freudenberg-Stiftung. Eine Stiftung, die sich sehr um die Zivilgesellschaft in Deutschland bemüht. Und hallo, ein guter Freund von Zivis ist. Hallo. Über all die Jahre Zivis, was würden Sie sagen, wurden Journalisten über all die Jahre, Journalistinnen und Journalisten, sensibilisiert für Zivis-Themen, ermutigt, sich auch Themen wie Integration, kulturelle Vielfalt, Begriffe, die jetzt vielleicht im Mainstream erstmal nicht sexy sind, zu öffnen? Klar. Also, wir haben gelernt. Wir sind, denke ich, eine Gesellschaft, die auch lernen muss, mit Diversität umzugehen. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft geworden. Wir sollten wissen, wo wir herkommen. Wir kommen her von einer Definition von Nation, die eben absolut auf Monokulturalität eingestellt war, christliche Werte und dergleichen mehr. Und all das ploppt immer wieder auf
Und das sitzt tief in uns. Jeder Journalist muss sich aufklären selber und leistet für die Gesellschaft auch aufklärerische Arbeit, wenn er ein guter Journalist ist. Gute Journalisten wollen wir auszeichnen. Wer hat gewonnen in der Kategorie? Gewonnen hat ein Hörfunkfeature, das eine Geschichte erzählt, von der wir oft nur den Anfang kennen. Porträtiert wird ein junger krimineller Ausländer, der in sein Herkunftsland abgeschoben wird. In knapper, präziser Sprache gibt das Feature einfühlsam Einblick in die Atmosphäre und in die perspektivlose Lebenswelt des jungen Mannes. Ungeachtet aller Schuldfragen. Nähe und Distanz zu ihm werden deutlich thematisiert. Eine großartige audiophone Leistung, exzellent produziert. Der Civis Audiomedienpreis im Bereich lange Programme geht für das Hörfunkfeature des Deutschlandfunk Kultur Bella Palanka, abgeschoben ins Serbische Nirgendwo, an die Autorin Johanna Benz. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ihr Preis? Bitte schön, Ihr Preis. Frau Benz, sagen Sie uns kurz, haben Sie noch Kontakt zu Emra, den Sie begleitet und porträtiert haben? Ja, immer wieder. Also der Kontakt ist ein bisschen schwierig, weil er meistens kein Handy hat. Deswegen kommunizieren wir über Facebook und ja. Also ich höre immer mal wieder was von ihm. Ich habe ihn auch immer mal wieder unterstützt, weil dieser Weg einfach nicht einfach ist so. Und im Feature sagen Sie auch, dass Sie immer zwischendurch nicht wissen, ob er Sie anlügt, ob er Ihnen die Wahrheit sagt. Mhm. Wie ist das Vertrauensverhältnis inzwischen? Ja, es ist schwierig. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, was aber immer wieder auch erschüttert wurde. Mhm. Und ich weiß, dennoch hat er einen total guten Kern und er hat auch seine Gründe, warum er bestimmte Geschichten erzählt hat, weil wir auch als Medienschaffende einfach auch funktionieren manchmal. Wir wollen diese Geschichte hören und nicht, weißt du, was ich meine? Ja, wir fanden es auf jeden Fall sehr ehrlich, dass Sie das im Feature auch zugeben und wie Sie die Geschichte erzählen. Herzlichen Glückwunsch und jetzt kommen wir zum nächsten Civis-Preis in der Kategorie Sport. Für den Hilfsverein Havar Held, den ich gemeinsam mit meinen Schwestern gegründet habe, habe ich das Projekt Scoring Girls ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, Mädels im Alter von 8 bis 18 Jahren aus Flüchtlingsunterkünften, aber eben auch aus deutschen sozial schwachen Familien einmal die Woche ein kostenloses Training zu ermöglichen. Das ist tatsächlich eine Rundumbetreuung. Das heißt, sei es Behördengänge oder zu Ämtern oder Wohnungen suchen für die Mädels, damit sie endlich aus diesen Flüchtlingsunterkünften rauskommen. Also das größte Geschenk für mich ist zu sehen jetzt in diesen zwei Jahren, was für eine Entwicklung, was eine tolle Entwicklung diese Mädels gemacht haben. Zum Beispiel Silva, die mit 13 hier angefangen hat. Sie ist auch der Captain dieser Mannschaft. Ein Webvideo über Mädchen, die Tore schießen. Von Düzen Tukba und Tuna Tekal. Empowerment für junge Frauen. Zeigt die integrative Kraft des Fußballsports. Weil ich es irgendwie geschafft habe, oder wir mit Scoring Girls, dass sie über sich hinaus wächst. Mein Ziel ist, Fußballprofis zu werden. So, Männer, auf ein faires Spiel. Oh, sorry, ich merke die schon gar nicht mehr. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Religionen wird Ihnen präsentiert von Schöpferhofer Weizen. Ja, bei mir ist der Trainer, Wolle Krasmann. Wolle, 0:3 gegen die Religionen, die reinste Apokalypse. Ne? Anfangs die religiösen Gestalten behäbig, viel Ballbesitz. Ja, Buddha hier völlig lahm und der Dalai sogar noch lahmer. Aber dann kommt Jesus dazu und gibt richtig Buddha bei die Fische. Schönes Tor. Religion, Religion. Hey, fass mich nicht an, du Blöde. Dann die 23. Minute. Herrlicher Doppelpass zwischen Gott und Teufel. Ja, die beiden ergänzen sich echt gut. Und hier der Doppelpass. Eine Satire über die maßlose Überhöhung des Fußballsports, in dem Akteure als Gott gleich gelten. Von Florian Hager, Amelie Herberg, Andreas Neumann, Stefan Spiegel, Dominik Ziesemer. Für mehr Leichtigkeit und Toleranz. Schiri gibt Freistoß. Moses teilt die Mauer. Heil ein Sakrament nochmal. Oh, Entschuldigung. Ja, schöner Schuss. Der Rabbi würde sagen, Tora des Monats.
István Mezei ist der Gründer des Fußballverbands der Roma in Ungarn. Mirko Schwanitz dokumentiert den Traum eines Rom und seinen Kampf gegen Diskriminierung. Für viele Roma, sagt István, ist der Fußball eine der wenigen Chancen, gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren. Dem Zusammenbruch des Kommunismus folgten in ganz Osteuropa schwere Ausschreitungen gegen die Roma. Mezei war wütend, dass die Polizei sich oft mit den Angreifern solidarisierte oder die Täter gar deckte. Damals organisierte ich ein erstes Match zwischen der Mannschaft des Hauptpolizeiamts in Budapest und der Roma-Nationalmannschaft. Und plötzlich akzeptierten uns Spieler dieser Polizeimannschaft als ebenbürtige Menschen. Ein großartiges Radiofeature öffnet eine Welt, die man so nicht kennt. Auch Roma um den Dienst bei der ungarischen Polizei beworben haben. Ich wurde in Schweden geboren. Ich fühle mich zu 100% schwedisch, obwohl Zlatan Ibrahimovic kein üblicher schwedischer Name ist. Ich frage mich, wie würden die Menschen reagieren, wenn ich einen schwedischen Nachnamen hätte? Manche Vorurteile nehme ich persönlich. Es macht mich richtig wütend und ich gebe die Antwort auf dem Spielfeld. Da zeige ich, was ich kann. In der Nationalmannschaft spielt man für sein Land, nicht für sich selbst. Man spielt für alle, für 9 Millionen Schweden. Und alle fühlen dasselbe. Nils Andersson, Leo Razzak zeigen in einem persönlichen, großartigen Interview den Lebensweg des schwedischen Superstars. Sein Gefühl der Ausgrenzung und des Widerstands. Jeder hat im Leben eine Chance, so wie ich. Alles ist möglich. Jeder hat eine Chance, sagt Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic. Und er muss es ja wissen. Meine Damen und Herren, mein Name ist Rainer Reitzamer und ich darf Ihnen jetzt den Preis in der Kategorie Fußball und Integration präsentieren. Das passt ganz gut, denn wir Österreicher kennen uns ja gut aus mit Fußball. Bei uns schießen die Politiker die schönsten Eigentore. Das war jetzt der letzte Witz zu diesem Thema heute Abend, ich verspreche es Ihnen. Gleich 4 Gewinnerteams gibt es in dieser Kategorie, die werden wir gleich kennenlernen. Aber vorher lernen wir noch 2 Jurymitglieder kennen, Friederike Behrens und Markus Niebelstein. Hallo. Friederike, die eingereichten Arbeiten sind extrem unterschiedlich, sowohl was die Geschichten angeht, die Sie erzählen, als auch was die Art und Weise angeht, wie Sie sie erzählen. Hat dich das überrascht? Also ich würde sagen, Fußball eint ja alles. Fußball ist ja mehr als Sport. Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist spaltet, Fußball eint, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Und da gibt es so verschiedene Facetten. Uns hat wirklich überrascht, wie viel man mit diesem Thema auch noch auf ganz andere Weise machen kann. Man hat es hier gesehen und qualitativ war es wirklich dieses Mal sehr, sehr schwer. Wir sind schon sehr gespannt jetzt auf die Gewinner. Vorher brauchen wir aber noch jemanden, der Ihnen die Preise überreichen wird. Und dazu bitte ich jetzt niemand Geringeres auf die Bühne als Fußballlegende Kaukau und Stefanie Schulte vom DFB. Bitte kommt zu mir. Kakao, du bist DFB-Integrationsbeauftragter. Du hast natürlich auch viele Jahre sehr erfolgreich Profifußball gespielt. Was denkst denn du, was ist der Zauber des Fußballs, dass er die Menschen verbindet und Hautfarbe oder Herkunft völlig egal werden lässt? Ja, Fußball ist ein Volkssport. Es wird auf der ganzen Welt leidenschaftlich gespielt. Jeder darf mitmachen. Man braucht am Anfang nicht wirklich die Sprache. Man muss sagen, dass Fußball auch seine Grenzen hat. Fußball ist nicht die Lösung, aber ist ein super Anfang. Und das erleben wir tagtäglich in Deutschland. Und im Amateurbereich gibt es in Deutschland sehr viele Menschen, die ehrenamtlich unterstützen, ehrenamtlich mithelfen. Und das kann der Fußball machen in Verbindung mit der Politik, mit unserer Gesellschaft. Und da sehe ich, wie viel tolle Arbeit in Deutschland auch geleistet wird. Stefanie,
Ihr habt ein tolles Projekt am Start, das heißt Integration im Dialog. Was kannst du uns denn darüber erzählen? Ich glaube, das Besondere, das, was uns am meisten beeindruckt, sind wirklich die Menschen, denen wir begegnen. Menschen, die kulturelle Vielfalt in ihren Vereinen als Mehrwert begreifen, die sich dafür einsetzen, dass Vereine Orte von Gemeinschaft sind, wo man füreinander da ist, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und das ist das, was uns Mut macht bei unserer Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch das, was die besondere Integrationskraft des Fußballs einfach ausmacht. Klingt nach einer tollen Sache. Und wir wollen jetzt die Arbeiten kennenlernen, die der Fußball inspiriert hat. Und dazu bitte ich die Jury, uns die Gewinner vorzustellen. Fußball war im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft ein Thema, das in allen Genres immer wieder aufgegriffen wurde. Und deshalb gibt es einen CIVIS-Spezialmedienpreis für Fußball und Integration. Und er geht an 4 Programmproduktionen. Im Bereich Digital wurden 2 erste Preise vergeben. Der CIVIS-Spezial 2019 geht an das Webvideo über das Sport- und Integrationsprojekt Scoring Girls. Scoring Girls bringt Mädchen und Einwandererfamilien und aus sozial schwierigen Verhältnissen durch das Fußballspiel zusammen, über alle Unterschiede hinweg. Und es stärkt deren Selbstbewusstsein. Das Webvideo zeigt die Integrationskraft des Fußballsports dramaturgisch überzeugend, inhaltlich wie formal beeindruckend. Der Preis geht für das Webvideo der Havar Help e.V. Scoring Girls an die Vertretungsberechtigten Düsentekal, Tupketekal und Tunatekal. Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch. Eure Arbeit erzählt von einem Projekt, bei dem Mädchen aus ärmeren Verhältnissen übers Fußballspielen zusammenkommen. Wie geht's denn jetzt mit diesem Projekt weiter? Wir Schwestern haben ja den Menschenrechtsverein Havar Help gegründet und sind Töchter kurdisch-jesidischer Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind und mit dem Leben hier quasi uns ins Grundgesetz gerettet haben, unsere Eltern. Und deswegen sind wir diesem Land auch sehr dankbar und für diese Möglichkeiten und Chancen, die wir eben bekommen haben. Und das ist der Grund, warum wir auch dieses Projekt Scoring Girls ins Leben gerufen haben. Jeder das, was er kann. Und ich bin eben Fußballspielerin und deswegen dieses Fußballprojekt ins Leben gerufen. Und dabei geht es darum, den Mädels eben einen Ort der Wärme, der Toleranz, der Freiheit zu ermöglichen. Und bei mir, und das ist eben das Tolle an diesem Projekt, spielen eben jesidische, christliche und muslimische Kinder. Und da kommt es eben nicht darauf an, wo jemand herkommt, sondern primär darum, kannst du was am Ball, wobei das auch nicht unbedingt wichtig ist, aber... Sondern einfach die Liebe zu dem gemeinsamen Sport, das ist eben Fußball und da werden eben althergebrachte Frauenrollen in die Tonne gekickt. Und wie geht es weiter? Wir haben mittlerweile 3 dieser tollen Mädels, auch an die wirklich Talent haben, auch an Vereine schon vermittelt, sind mittlerweile Vereinsspielerinnen und wollen irgendwann mal den Adler auf der Brust tragen. Und ich glaube, mehr geht tatsächlich nicht. Super, ihr habt das ganz, ganz toll gemacht. Herzliche Gratulation. Bleibt bitte noch kurz auf der Bühne. Wir haben uns dieses Jahr sehr, sehr schwer getan. Deshalb gibt es dieses Mal 2 Preisträger. Und der nächste Preis geht an eine Social-Media-Cartoon-Serie. Das haben Sie hier gesehen, da haben Sie auch sehr viel gelacht. Wir haben da sehr viel drüber diskutiert, die maßlose Überhöhung des Fußballsports, in dem Akteure als gottgleich gelten, satirisch, humorvoll überzeichnet. Schwierig, immer manchmal ohne Brille, anspielungsreich, mit überzeugendem Wortwitz, mit Liebe zum Detail, herausragend in Form und Inhalt. Der CIVIS-Spezial für Fußball und Integration geht für das Webvideo von Funk, Wumms, Monsters auf Kreisklasse Religionen. An die Vertretungsberechtigten. Florian Siegel. Amelie Haberg, Andreas Neumann, Dominik Ziesmer und Stefan Spiegel. So, jetzt wird schon langsam kuschelig hier bei uns auf der Bühne, aber keine Angst, ich habe mir sagen lassen, dass sie 5 Tonnen aushält, also wir brechen nicht ein.
Monsters of Kreisklasse. Man kann sagen, glaube ich, das ist das ungewöhnlichste Projekt hier in dieser Kategorie. Es ist animiert, es ist ziemlich frech und es ist saukomisch. Aber wie frech und komisch darf man eigentlich sein, wenn es um Themen wie Rassismus und Religion geht? Das ist eigentlich kein Problem. Also wir versuchen, die Konfliktlinien nicht zwischen den Religionen zu setzen, wie sie Extremisten gerne hätten, sondern zwischen den netten, vernünftigen Leuten und den Extremisten und den Arschlöchern. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir sagen ja nicht, oh, du bist Buddhist, du bist schon mal seltsam und blöd, sondern alle religiösen Gestalten sind ein bisschen seltsam, aber spielen trotzdem zusammen und gewinnen sogar gegen Borussia Hodenhagen. Ja, also wir haben grundsätzlich einen großen Respekt vor allen Religionen, aber sagen auch gleichzeitig, nehmt es bitte nicht zu ernst. Alles klar, dann bleibt bitte so frech, macht weiter so. Herzliche Gratulation. Ich glaube, wir haben noch zwei Gewinner in dieser Kategorie. Ja. Ausgezeichnet mit dem CIVIS-Spezialen Medienpreis für Fußball und Integration wird auch ein spannendes Panorama mitteleuropäischer Geschichte erzählt aus der Sicht eines Rom. Das Audiophon brillant gemachte Hörfunkfeature öffnet uns eine Welt, die uns unbekannt ist. Die Fußballlegende István Mezei widerspricht allen Klischees über Roma. Sein überzeugendes Engagement für Fußball und gegen Diskriminierung hinterlässt einen tiefen Eindruck. Glaubwürdig, nachvollziehbar und absolut preiswürdig. Der CIVIS-Spezial geht für das Hörfunkfeature des Deutschlandfunks. Ein Rom träumt von der Champions League. Die ungarische Fußballlegende István Mezei an den Autoren Mirko Schwanitz. Herzlichen Glückwunsch. Bitte nicht stürzen. Die Bühne kann mehr Leute fassen, als man vielleicht denkt. Vielen lieben Dank. Herr Schwanitz, Sie erzählen in Ihrem Feature von einer Fußballlegende. Für alle, die Sie nicht kennen, wer war der Mann und warum ist er so legendär? Darf ich das Mikro selber nehmen? Dann müssen Sie nicht hinterher. Ja, István Mezei lernte ich 2012 kennen. Sie werden es vielleicht gar nicht wissen. Es gibt eine Europameisterschaft der europäischen Minderheiten. Die fand 2012 im Sorbenland in Deutschland statt. Und dort hörte ich zum ersten Mal von einer Nationalmannschaft der ungarischen Roma, die dort gegen die Karatschaja kickten und gegen die Südtiroler, die übrigens Europameister 2012 geworden sind. Aber diese Roma-Jungs, die wurden Vize-Europameister 2012 und das war für mich der Anlass, mir den Trainer mal zu krallen und mit ihm ein Gespräch zu führen und zu fragen, was er da macht. Ich freue mich, dass ich diesen Preis auch István Mezei widmen kann, der unter schwierigsten Bedingungen seit den 80er Jahren eine solche Leistung, eine solche Integrationsleistung vollbringt und das hätte ich nie für möglich gehalten im Ungarn von heute. Vielen Dank. Wir freuen uns mit uns. Danke, dass Sie diesem Mann ein Denkmal errichtet haben. Und wir kommen jetzt von einer Fußballlegende zum nächsten, zu Zlatan Ibrahimovic. Einen Preis haben wir noch. Last but not least geht der letzte CIVIS-Spezialpreis an eine großartige, sehr persönliche Dokumentation über den Weltklasse-Spieler, ja, wer ist es, Zlatan Ibrahimovic, der gegen alle Widerstände vom Straßenfußballer zum Superstar aufsteigt. Und der Top-Fußballer wird zur persönlichen Einwanderungsgeschichte Schwedens, Vorbild vieler junger Menschen mit Migrationshintergrund. Seine Botschaft, du kannst alles schaffen. Ein ungewöhnlicher Film. Formal wie inhaltlich total herausragend. Der CIVIS-Spezial geht an den Film Zlatan for Sweden with the Times. Und an den Autor hier, Leo, es sind zwei Autoren, Leo Razak und Nils Andersen. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. So maybe just a quick answer, because we're almost out of time. Kurz, nur noch ein kurzes Gespräch, die Zeit ist fast vorbei. Man kennt Zlatan für zwei Dinge, sein großes Talent und seine große Klappe. Aber in dem Film sieht man einen sehr bescheidenen, nachdenklichen Zlatan Ibrahimovic. Wer ist der Richtige? Naja, ich kann eine Anekdote dazu erzählen.
Ich habe da eine Situation gesehen, da waren viele Kinder, die haben auf Zlatan gewartet, um sich ein Autogramm geben zu lassen. Und er hat sofort das eine Kind ausgemacht, das ja, irgendwie am nervösesten war oder was auch immer, und hat sich sofort als erstes auf dieses Kind konzentriert, war dort und hat den anderen Kindern gezeigt, wie man da freundlich und nett ist. Also genau das Gegenteil von dem, was man in den Medien sieht. Wunderbar. Meine Damen und Herren, klatschen Sie, als hätte Ihr Lieblingsverein das Siegestor geschossen für unsere Sieger des Zivis-Sonderpreises. Und wir sind schon am Ende angekommen. Ich darf jetzt noch einmal alle Laudatoren und Moderatoren, Gewinner und Jurymitglieder auf die Bühne bitten für ein Abschlussbild. An alle Damen und Herren hier im Saal und an den Fernsehgeräten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Das war der Zivis Medienpreis 2019. Kommen Sie auch nächstes Jahr wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.